Und ich sage an der Stelle, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outriders World Slayer. Wir spielen die DLC im Early Access und ihr merkt, es gibt noch die ein oder anderen kleinen Bewegchen. Eins und ich, wir spielen hier gerade zu zweit. Sag mal kurz Hallo. Hi. Wir sind gerade schon einmal während den Spielen gekickt worden. Nicht, weil wir so einfach unverschämt verdammt gut sind, sondern vor allen Dingen, weil wir ja einfach Probleme mit den Servern hier haben. Anscheinend wiederholt sich so ein bisschen das Spiel von Anthem, aber wir sind froh, jetzt mal drinnen zu sein. Und ja, der Beitritt zum Spiel läuft. Ich sehe es oben rechts. Eins ist auf dem Weg zu uns, ist mit dabei. Und während wir auf ihn warten, und da ist er schon, lasst doch gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo da. Ich würde mich riesig Du freuen. Sackgasse, du bist schlimm. Ich Weißt du muss überhaupt, schnell wohin du mein Bild gehst? umbauen auf die Gaußsche Strenge. Es tut mir leid. Der Sandsturm bringt nämlich nicht so viel. Wir sind gleich da. Ich schwöre es. Sie. Und dann haben wir hier auch gleich wieder viel mehr Spaß. Oh nein, meine Apokalypse Samen nicht gespeichert. Ich habe nur 76. Nein. Oh, hat er bei mir gespeichert? Ah ja, ich habe zwei apokalyptische Waffen. Einmal Gehirnfraß und einmal Ramparadler. Da gibt es die Knochensplitter, die Blutungen verursachen. Also beides jetzt noch nichts, wo ich sage, gefällt mir unglaublich gut. Ich sie doch einfach für die Punkte, für die Points, wo dein Ja. Inventar zu voll ist und da dich mal Ja. aufsammeln kannst. Ja. Denke ich auch, dass ich das gleich machen werde. Ich schaue mir aber gerade hier nochmal so ein bisschen die Umgebung an, weil es sieht schon Ja. unverschämt gut aus. Ich Da gehe doch hier bestimmt runter. muss ich direkt einen kleinen Siegestanz machen. Bisschen in Ding, wo ist es? Mordor. Wo die ganzen Orks rausgeholt werden aus dem Boden. Richtig. So, wir zerlegen einmal ganz kurz alles, was wir hier gekriegt haben. Boom, schnell markiert. Schnell zerlegt. Sonst habe ich gleich das ganze Inventar voll. Und die apokalyptischen Waffen auch einmal schnell zerlegt. Wir haben hier noch ein paar epische Sachen. Oh, wir haben auch eine apokalyptische Rüstung gekriegt. Jedes Mal, wenn mein Leben unter 30% fällt, erhalten wir zusätzliche Schildpunkte. Gut, braucht kein Mensch. Okay. Und wir machen weiter. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Unterstützung. Schön, dass du mit dabei bist. Wir quetschen uns einmal hier in den Aufzug zu zweit für dich rein. Gut, dass ich nicht klaustrophobisch bin. Ich hoffe, du fummelst nicht. Bei dir schon. Ich kann einfach die Hände nicht lassen. Ha Stech dich ab. Du meinst, du spießt mich auf mit dem Devastator? Sahidi, ich bin da. Black Gulch. Und Oh wie Mann, und der erkenne ich arme jetzt Patrick, deinen der ist Wissenschaftler? immer noch am Loaden. Richtig, also Der Salvador Arme. fehlt ein Bein, er braucht einen Oh, ich Stammbaum. weiß genau, wie es dir Aber geht, lass dich Patrick, davon nicht Alter. täuschen. Er Es ist tut nach mir wie so vor leid, Rebell. aber danke Okay, fürs Zuschauen. ein Bein. Nicht allzu schwer zu finden. Dennis hatte ja Glück, dass ich ihn ja vorgewarnt habe, schon mit dem Download. Ja, ich wäre aber sowieso wär schon ein paar Minütchen früher einfach schon mal rein. So, einmal kurz angeklopft hier. Anomalie, Schaden ist an. Gaußsche Strenge. Ich gebe ihm. Da kommt sie schon. Oh, der perfekte Scharfschütze hier. So, Flame on. Shit.
Hast du das mal gestorben? So, jetzt gib ihm. Ja. Nice, Landekapselressourcen gekriegt. Ein paar nette Mods gekriegt. Ich sehe hier hinten ein paar Hinweise und so Gästebucheinträge. Interessant. Da, wo ich gerade chill. Ich sehe oben was zum Abbauen. Sehr gut. Ich sehe hier noch einen Gegner angezeigt. Ha! Lol. Witzig, direkt einen Helm gekriegt. Ich habe Schuhe bekommen. Sehr schön. Wo waren die Notizen? Ach, da unten. Unter der Brücke. Ja, okay. Das ist nach der Notiz, muss jeder für sich selbst sammeln. Das ist echt doof, ja. Hier ist noch ein bisschen Mun. Patrick sagt, wir sollen, oder ich soll auf jeden Fall dunkles Opfer als Mod reinmachen. Dann würde ich mega Damage machen. Probier ich dann auf jeden Fall mal aus. Kostet halt Leben. Das hängt halt immer vom Spielstil für die Leute, ob sie es damit auch klarkommen, wenn sie auch irgendwann mit dem Leben verlieren. Kostet richtig Leben. Momentan ist es noch nicht so gut, dass ich so viel Leben verliere. So, schön auf ihn zugelaufen hier. Feuer frei. Deutsche Stränge. Ich liebe es einfach. Da wieder einer, der die Ketten hat. Ja. Da hast du recht, ja, man gewöhnt sich dann auch relativ schnell dran, ne? Man gewöhnt sich relativ schnell dran, dann auch das Leben zu verlieren. Oh, so wie ich jetzt. Shit! Direkt gestorben. Also, dann lass ich mal nicht von dem Dicken hier treffen. Oh, das ist schon ein paar Mal gehittet, also das geht. Oh, das war einer. Da sind noch einer. Zwei. Da sind noch zwei. So. Flame on. Wir kämpfen gegen Trick, Trick und Track. Ah, shit. Wie er mich halt in den Aufzug reinboxt. Das miese ist halt, die sind halt alle Nahkämpfer. Och, wir haben auf Teufel spricht, dass wir noch mehr. Ah, ich muss auf jeden Fall mal ganz kurz Waffe wechseln. So, wie läuft's bei dir? No. Nett. Ich habe auch ein paar Aufstiegspunkte bekommen. Ich muss da mal ganz kurz reingucken. Und wir gehen auf Anomaliekraft. Okay. Hier ist auf der Kiste. Oh, was zum Abbauen. Hier oben gibt's nix. Kiste habe ich. Die Abbausachen müsste ich eigentlich auch kriegen, wenn ich mit dem Steuerkreuz nach unten drücke, ne? Mhm. Da wächst eigentlich alles, was gedroppt wird, aus, wenn jemand halt die Karten findet, die muss ich auf sich selbst sammeln. Ja, okay. Hast du hinten geguckt, Richtung... Ah ja, da war die Kiste. Okay, Richtung Bergbau. Musst du noch was modden oder können wir weiter? Ich hab nur den einen Punkt aufgeben, kannst ruhig starten. Okay, warte mal ganz kurz. Ich will mal ausprobieren, was der Patrick gerade vorgeschlagen hat. Ausrüstung modifizieren. Und wie hieß die Mod gleich nochmal? Dunkles Opfer. So, glaube ich, ein Dreier-Mod, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Sturmpeitsche, Schattenkomet.
12 von dieser einen Festung. Dornig MP. Nee, finde ich gerade nicht. Okay, will jetzt nicht zu viel Zeit darauf verschwenden. Warte, ich gucke auch schnell einmal mit. Ist easy. Dunkles Opfer, dunkles Opfer. Das müsste ganz oben rechts sein. Ja, habe ich nicht. Habe ich nicht. Hast du nicht mal die Waffe zerlegt, dunkles Opfer hatte? Ich hatte mal die Waffe zerlegt, die dunkles Opfer hatte, ja, aber warum auch immer. Ich hab's nicht drin. Oder sehen 16 Leute zu. Ich bin gehypt. So viele Leute haben noch nie zugesehen. Vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Eins und ich, wir zocken Outriders World Slayer auf der PlayStation 5. Jo. Machen schönen Synchronrolle. Und ich würde mich freuen, wenn du uns einfach ein Like, ein Kommentar, ein Abo da lassen würdest. Alter. Okay. Der hat eine fette Waffe. Der hat eine fette Waffe, ja. Mal gucken, wer die fettere hat. So, Flame on. Ich gehe mal ein bisschen auf die kleinen Gegner. Mache ich schneller und leichter platt. Dann kriege ich vielleicht auch mal was Legendäres gedroppt. Ja, das habe ich doch gar nicht bekommen. Das hast du ja vorhin bekommen. Na, na, na. Jetzt aber mal kein Futterneid hier. Der du hast schon episch bekommen, ist doch nett. Ich meine, legendär. Ja. Nice. Oh, wie man Teufel spricht, da habe ich was legendäres bekommen. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Mhm, habe ich auch gerade gesehen. Sesam, öffne dich. Guck mal hier ins Eck. Und hier ist nichts. Okay. Dann weiter geht's. Aktivieren wir mal den Aufzug. Es sieht schon geil auf. Allein dieser Aufzug sieht einfach nur pervers gut aus. Mit dem würde ich auch fahren. Mhm. Stabile Ketten auf jeden Fall. Ja, ja. Salvador. Oh shit. Ich hätte dich wirklich gerne lebend gefunden. Da waren wir wohl ein bisschen zu langsam. Mhm. Keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr. Oh shit. Solche schrecklichen Sachen über dich. Geil. Moin. Erster Auftritt, Endboss. Wie viele von meinen Leuten hast du getötet, um hierher zu kommen? Nur die, die mich aufhalten wollten. Deshalb verlierst du diesen Krieg. Ich weiß auch, wer du bist, Kommandantin. Kommandantin Eresh Kigal. Ist mir egal. Du versteckst dich in den Schatten, während deine Leute für dich sterben. Ach, Schätzchen. Siehst du es nicht? Ich bin die Schatten. Komm. Wir haben so viel zu bereden. Warum musste er sterben, dein Wissenschaftler?
Er wollte uns alle retten. Weil er nicht hören wollte. Dir stehen zwei Wege offen. Einer führt zu einem Neuanfang. Der andere zu Schmerz und Schrecken. Du machst mir keine Angst. Dann kennst du mich nicht gut genug. Die Abrechnung naht. Größer als dieser Krieg. Die Rebellen, die ECA, alles wird niederbrennen. Du bist stark. Doch du könntest viel mehr sein. So wie die Menschen, die du beschützt. Es ist Zeit. Trag die Bürde. Schenk ihnen Erlösung. Deine Art der Erlösung wird mir nicht gefallen. Nein, wohl nicht. Aber glaub mir, es wird mit jedem Tag besser. Ho, 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 nice. Da gehen wir baden. Dieser Kameraswitch immer. Alter Vatern, da hat sie uns mal kurz baden geschickt. Und ich muss irgendwie gerade sagen, die Charaktere sehen fast gleich aus, nur hast du einen etwas längeren Bart als ich. Ja, ich bin ja auch ein bisschen älter. Stimmt, alter Sack. Auf dem alten Pferden lernt man's reiten. Wunderbar, und dann mache ich an der Stelle einmal ganz kurz Videostopp. Livestream läuft aber auf jeden Fall weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Sei euch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir spielen Outriders World Slayer auf der PlayStation 5 mit mir, dem Dennis und dem 1. Hi.